oder drei nachladen. Ja, will ich auch hoffen. Go! Scheiße, gleich mal wieder hier Schockmoment. Oh. Oh, der war schon tot, noch bevor er überhaupt zwei Nieder abgekriegt hat. Ja. Eine Niede kommt weg. Alter, siehst du das auch wieder hier? Kniet? Was? Bei der mir geht schnell vorne. Der kniet bei mir nicht. Der liegt bei mir einfach nur am Boden. Jetzt habe ich ihm den Kopf abgetrennt. Und jetzt habe ich noch so ein Ding in ihn reingejagt. Ich will gerade mal was gucken hier. Bei mir sieht das so geil aus, der Typ hat überall hinten drin stecken. Nein. Alles, alles klar, ein Schuss ist beim Plasma Cutter ein Clip. Ein Schuss? Achso. Ich hab, warte mal. 6. 6? Jupp. Nee, gar nicht wahr. Was? Ein Clip ist 2 Schuss. 29 Schuss mit der Mietenpistole sind 4 Clips. Nice. Also so 5 Schuss, ein Clip ungefähr. Geil. Das ist übertrieben viel. Aha. Übertrieben wenig. Da wirst du bei der Feuerrate und so wirst du wohl nicht. Nö, also ich hab so auch schon 1800 Schuss. Also ich kann rumschießen, wenn ich will. Deswegen, ganz ehrlich, die Mietenpistole fand ich schon im ersten Teil richtig cool. Weil sie war billig, die hat relativ guten Schaden gemacht und der Nebeneffekt war auch richtig geil. Ja. Da konntest du ja die Mieten durch die Gegend prallen lassen. Ah, ja, das kann ich. Das Einzige, was mich im Moment noch so ein bisschen nervt, ist, dass wir noch so wenige Aufsätze haben. Vielleicht gibt's einfach nicht mehr oder erst im zweiten Spiel durchlauf. Hast mitbekommen, Ellie lebt. Ja. Was? Achso, das sind die. Ich hab grad gewundert, warum du dich anweist. Alter! Nicht schlecht, wie du den da an die Wand gefiedelt hast. Ja, nimm mal weg, nimm mal weg, nimm mal weg! Ich kann zielen! Oh, das ist so geil. Ich hab deinen Kopf an die Wand geniedelt. Genagelt. Genagelt. Geniedelt. Geniedelt? Aber geil, wie die Dinger gegen die Wand gekillt werden. Aha. Artefakt. Oh, nice. Was haben wir denn? Oh, verdammt. Aber das mit den Deckungen ist eigentlich eine coole Idee. Einer hält sie hin, der andere... Ah. Ist wahrscheinlich auch so oder so ähnlich vorgesehen. Oh, was haben wir da? Das sieht nicht gut aus. Was okay. Ist das? Und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Das ist eine gute Frage. Okay, drei Markierungen, drei Statuen. Achso, gib mir. Ich pack die rein. Oh, oh, Granaten. Haut, nee, das sind so Explodierer. Jo. Selbstmörder. Bam! Und tschüss mit deinem Schädel. So. Hey, weißt du, wie geil der ist? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich fetz dich hier durch die Gegend. Das, das ist so geil, ey. Jawohl. Ich liebe das. Aha. Oh, du klingst gerade so, als würdest du vor Freude heulen. Nein, nicht ganz, aber ich würde das gerade das kriegen. Okay. Ich feuer den einfach mal nach da hinten. Hast du den anderen auch schon geholt? Ja. Gut. Der andere ist schon da. So, ich guck mal kurz, wie es ich Munitions- geh dann schon mal nach unten und setz die ein oder so. Ich ja, ich hab den einen schon eingesetzt, hab ich auch schon. Also musst du noch einen einsetzen. Hast du schon richtig eingesetzt? Nee, komplett falsch gemacht.
Ja, das glaube ich dir sogar. Okay, er fällt hin, auf einmal steckt er drin. Sehen Sie doch, Karl. Ja, hab ich auch. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Okay, gehen wir rein. Alter, sieht auch fett hier aus. Oh, ist das Serrano? Alle Audi-Logs entdeckt. Audio-Logs entdeckt. Platin-Set an der Bank verfügbar. Geile. Ach so, immer wenn wir alles sammeln, kriegen wir was. Neues Set. Vielleicht ist das jetzt mit Schaden. Hoffentlich. Ja, geil. Aber ich denke eher, das ist das mit Nachladen. Ja, Moment. Aber lass mal eben zuhören. Ja, ja. Ich schenke mir mal eben was ein, also noch nicht weiter, ne? Na, wer es glaubt. Und jetzt klopfen Sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wurde. Letzter Akt, der Einheimische, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Ah, Tim war der Kollege, den wir am Anfang gespielt haben, wahrscheinlich. Ja, warte mal. Ja. Fortschritt und Freischaltung. Ja, ich wollte mal eben gucken, wie viele wir wirklich 100% haben. Wir haben hier schon mal alle Artefakte, alle Alien-Artefakte, alle Logs, alle Text-Logs, alle Audio-Logs. Gibt's nicht so eine Komplettübersicht? Ja, ganz links, V. Vollständiges Spiel. Wenn du bei Fortschritt und Ach so, Moment. Ganz links zoomst, dann vollständiges Spiel. Uns fehlt die Koop-Mission CMS Brusilov. Okay. Dann gibt's ein MK2 übertaktetes Rahmenset und Anzug für feindliche Umgebung. Die fehlt Ach so, uns. Für die Dings. Ja. Ah, okay. 30 von 40 Artefakten haben wir. 10 fehlen also, da gibt's den Fluganzug. 3 Logs fehlen uns noch. 3 Textlogs. Audio-Logs haben alle. Geil. Waffenteile fehlen uns noch. Oh, 9 Stück. Okay. Platin fehlen uns noch 3. Ja. Achso, immer wenn man was vorhat, kriegt man was. Forschung. MK2 übertaktetes Erweiterungsset klingt heftig. Wenn wir alle Waffendinger haben, kriegen wir Schraubenplatin-Set und Grabungsanzug. Okay, was ist Schrauberplatin-Set? Alien Schrauber, Alien Platin Set, Scarf Platin Set, Unitologen Set, Earthgov Platin Set. Ja. Alien Platin Set klingt geil. Oh, oh, oh. Wenn wir ihn lässig durchgespielt haben, Dead Space Legendenanzug Set. Geil. Und 3 Clip Platin Set. Plus 3 Clip Platin Set auch, ne? Ist ja. Dead Space Legendenanzug bei normal gibt's auch. Dead Space Legendenanzug. Ja, gibt es bei allen. Okay, das ist doof. Nur, da schwieg ich jetzt gerade, kriegen wir noch was dazu. Ja, Nachladentempo, Schaden und sowas. Geil. Mal schauen, ich guck gerade mal, wo fehlen uns dann. Okay, in Prolog fehlen uns 2 Artefakte. Ein SCAF-Artefakt. SCAF-Artefakt. Im zweiten fehlen uns im ersten fehlt uns nichts. Im zweiten nichts, im dritten nichts, im vierten. Was fehlt uns denn im vierten? Da fehlt uns die optionale Mission. 2 Artefakte. Ja, die hätten wir wahrscheinlich bei der Mission gefunden, schätze ich mal. Im fünften fehlt uns ein Artefakt, 6. haben wir alles, 7. haben wir alles, 8. 9. fehlt uns. Ah, da fehlen uns 3 Textlogs. Wo? Im vierten. Das sind die 3 Textlogs, die uns. Ah, okay. Und 6 Waffenteile. Die hätten wir wahrscheinlich mit den Textlogs da gekriegt. Und 2 Platinen fehlen uns auch. Ja. Also ich denke mal, den vierten, fünften fehlt uns auch noch irgendwas. Ich würde sagen, wir machen dann einfach nach und nach alles einmal nochmal durch und suchen dann den Rest. Ja, wow, in 18 sagen, haben wir bisher noch 24% gerade mal. Ja. War nicht schlecht. Achso, wollte ich noch gucken? Achso, kommt jetzt. Ich schätze, der Codex ist jetzt in Mahatan und dieser Ort wird vergraben. Also, falls es geht, können wir gleich noch einzelne Kapitel spielen, dann nach und nach alles fertig machen und sonst spielen wir in diesem Klass. Ja. Achso, das ist. Achso, das ist. Selbst nochmal. Ja. Hat wohl neu gestartet, weil wir in Menü sind.
Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch nachgucken, oder? Oder irgendwas wollte ich machen, bevor du auf Escape gedrückt hast, glaube ich. Ach, egal. Platin? Nee, egal. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. I. Okay. Das müssen wir timen. Wieso kann ich nicht hoch entern? Vorsicht. Weil das ein bisschen unlogisch wäre. Nein. War auch cool. Wow, 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 ich muss weg hier. Wow, da muss ich auch weg. Und dann gleich von der Mitte weg. Vor dir, stopp den am besten. Richtig. Jetzt kommst du nicht vorbei. Verdammt. Okay, jetzt würdest du vorbeikommen, aber. So, wow, gleich nochmal eine Ladung. Oh, du bist tot. Das Ding hat sich nicht mal bewegt. Du bist einfach nur gegen... Geil. Oh mein Gott. Kommt Platin-Set an der Bank verfügbar. Ja, super. Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten das Ding jetzt nicht aktiviert. Verkackt. Ja, das wäre echt arschig. Ja, du hast arschig von mir geklaut. Ja, stimmt. Das hab ich. Ja, ja. Oh. Oh, der arme Professor hat sich das Knie aufgeschlagen. Scheiße, war auch kacke. Ja, egal, das schaffen wir aber noch. Na, ich warte lieber. Okay, hat nicht so gebracht zu warten. Ja, scheiß auf den bisschen Schaden hier. Das. Was? Du hast den gesagt. Ja, stimmt, das war schon falsch. Den bisschen Schaden. Scheiß auf den bisschen Schaden. Plan? Scheiße, schon wieder falsch gedacht. Ja, alles machst du hier kaputt, ey. Nichts kriegst du gebacken hier, ey. Ja komm, lass deinen Kopf von dem Ding abtrennen. Los, geh. Oh, oh. Scheiße. Ja, scheiße, ich bin reingelaufen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer noch vor uns startet, hinter unserem Leben und so, wenn wir direkt draufstehen, fängt eigentlich an. Immer links, links, Mitte, rechts eigentlich immer. Nein, nein, das meine ich nicht. Oder was? Eben waren wir ganz rechts und trotzdem ist es in der Mitte wieder angefangen, weil wir nur von der Mitte weitergehen konnten. Ach so, ja. Also das hat quasi seine Richtung geändert, nachdem wir oben waren. Das kann natürlich sein. Oh, was haben wir da hinten, Feines? Ja, das hier sieht ziemlich nach Endboss aus. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin mal gespannt, ob der mehr zu bieten hat als die bisherigen, weil in Teil 1 und 2 fand ich die ziemlich... Ja, in 1, ganz ehrlich, Planet Cracker. Ja. Das oh! Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Alter Schwede. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny, geben Sie mir den Codex, oder ich töte Sie. Soll er einfach Stase machen, den Kopfschuss geben? Ist so. Was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Alter Schwede. Ja, das ist denn nicht mal ein Endboss. Das ist der Mond. Ja. Kämpfen wir gegen den Mond. Wie sind bei Zelda Majora's Mask angekommen? Jetzt wird er getentakelt wetten. Ja, glaube ich auch. Oder er kriegt einfach was ab, ja. Zack. Wow. Und wo soll sie hin? Da sind überall Nekromorph. Ist so. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller, klar. Isaac. Ich
Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war.